Es ist ein absolut brutaler Run auf Turn 1 und der absolut smarte Ferrari verbremst sich und nimmt da gleich drei Kollegen mit Massencrash in der ersten Kurve, aber fängt sich wieder, fährt wieder weiter und da knockt er den nächsten aus, vier Kollegen in einer Kurve und er fährt er rückwärts gegen die Bande. Was eine verrückte Show. Und damit hallo zusammen zu einem neuen Video aus iRacing, der Rennsimulation schlechthin. Wir sind ja aktuell auf dem Weg, uns hochzuarbeiten, vom iRacing-Anfänger zum wahren Experten. Und in diesem Video seht ihr wohl das größte Crash-Chaos, was ich bisher in dieser Simulation erlebt habe. Und wir sind zudem auch noch auf einem Startkurs unterwegs. Und das ist eine Strecke, die in iRacing wohl zu den gefährlichsten und wirklich schwierigsten Strecken im kompletten iRacing-Kalender gehört. Und zwar sind wir auf dem Long Beach Circuit, den wir schon mal in Automobilista 2 getestet haben. Und da dachte ich mir natürlich, das ist doch die ideale Voraussetzung, unser Safety-Rating ein bisschen zu steigern und natürlich das iRating, damit wir zukünftig mit richtig starken Fahrern zusammenfahren können, ohne viel Crash-Chaos und richtig gute Renn-Action erleben. Und an den ersten Szenen seht ihr ja schon, dass wir hier eine richtig kompetente Lobby am Start haben, inklusive uns selber, richtig starke Fahrer mit ganz, ganz viel Skill-Level. Und so wie es hier im Training abgeht, kann das ja eigentlich nur ein gutes Rennen werden. Und die Kollegen hier im Training machen es uns schon mal gar nicht so leicht, hier ordentlichen Groove reinzukriegen in die Strecke. Wir sind ja mehr beschäftigt am Slalomfahren um die Autos herum, als dass wir überhaupt die Strecke hier ordentlich kennenlernen können. Und hier sehen wir auch schon wunderbar, was uns gleich in den ersten Rennen in Long Beach in iRacing hier erwarten wird. Wir müssen natürlich wieder versuchen, ein richtig sauberes Rennen hinzulegen, ordentlich Pace an den Tag zu legen. Und das versuchen wir jetzt doch direkt. Wir müssen auf jeden Fall ganz weit vorne stehen, um hier den ganzen Crash-Chaos auszuweichen. Und wir gehen auf die allererste Qualifying-Runde und gehen auf die erste lange Gerade, die sehr, sehr lang ist. Man muss ungefähr beim 300-Meter-Schild abbremsen. Bremsen ein kleines bisschen zu spät. Und was war das für eine Wahnsinnsrunde, die wir hier an den Tag gelegt haben? Und damit starten wir natürlich sehr, sehr weit vorne und können dem ganzen Crash-Chaos so ein bisschen ausweichen. Und weil wir ja vernünftig sind, starten wir nicht aus der Boxengasse, um dem Feld hinterher zu fahren, sondern starten natürlich mittendrin von Platz 10. Und in diesem Sinne auf ein erstes gutes Rennen. Und natürlich müssen wir hier ganz schnell vorkommen, um hier dem ganzen Crash-Chaos auszuweichen. Aber die Strecke ist sehr, sehr eng und hat natürlich viel Leitplanken links und rechts. Wir legen jetzt aber mal los. Ampeln sind auf grün. Wir starten rein von Platz 10 mit der Startnummer 21. Geht's auf die erste lange Gerade. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer bremst zu spät? Und wir sind natürlich vorsichtig und gehen lieber ein bisschen früher auf die Bremse. Bremsen hier schon mal ein bisschen an. Und da geht alles super durch. Alles klasse. Das kann ja nur ein gutes Rennen werden. Und da haben wir doch direkt den ersten Crash. Und da geht's doch direkt ab durch die Blumenwiese. Und da haben wir schon die Vorderachse gebrochen, Radaufhängung kaputt und was ein Wahnsinns erstes Rennen in Long Beach. Da ist unser Lollipop-Mann direkt richtig stolz auf uns, denn wir müssen jetzt insgesamt 16 Minuten hier in der Box stehen, bis das Auto wieder repariert ist. Das hat sich in diesem Fall erledigt und wir gehen direkt ins nächste Rennen. Wir werden nochmal darauf hingewiesen, please chill, first corners. Das machen wir natürlich auf jeden Fall. Wir müssen ja vorsichtig fahren, deswegen starten wir rein in ein zweites, hoffentlich sehr gutes Rennen und werden wir es schaffen, hier ohne Crash diese vollen 18 Runden zu fahren. Das ist die Frage. Die Ampeln gehen auf grün und nochmal starten wir rein von Startplatz Nummer 5. Wir haben die Startnummer 2, das heißt, wir sind wahrscheinlich einer der besseren oder schnelleren Fahrer hier im Feld. Aber jetzt ist eher die Frage, schaffen wir dieses Mal Turn 1 vorsichtig auf die erste Kurve anfahren. Ganz, ganz vorsichtig halten wir uns auf der linken Seite und da gibt es einen kleinen Kontakt auf der rechten Seite und sehr, sehr solider Überschlag. Den müssen wir natürlich auf die eigene Kappe nehmen, da war ein bisschen wenig Platz auf der rechten Seite für ihn. Aber Props gehen auf jeden Fall raus für diesen soliden Flip. Und jetzt haben wir das erste Mal die Möglichkeit, vielleicht eine Runde hier zu absolvieren in Long Beach. Wir sind schon fast bei der Hälfte der Runde, während wir hier den nächsten Platz gewinnen. Wir sind ganz, ganz vorne mit dabei, geht's zu auf die nächste Linkskurve. Wir haben schon wieder gelbe Flagge, da hat sich wahrscheinlich schon wieder der nächste in die Mauer verabschiedet. Aber es ist der volle Wahnsinn. Wir sind jetzt auf Platz 4 und wir haben die halbe Runde schon geschafft. Rein geht's nochmal. Rechtskurve ganz weit innen halten und auf die lange Gerade. Und wenn das so weitergeht, dann können wir mit ein bisschen Vorsicht sogar den allerersten Sieg in iRacing einfahren. Im Moment sieht alles sehr, sehr gut aus. Denn mit der Startnummer 2 haben wir doch sehr gute Voraussetzungen und gehören auf jeden Fall zu den Topfahrern hier in diesem Split. Und rein geht's in die letzte Kurve und wir haben tatsächlich die allererste Runde von 18 hier geschafft in diesem Rennen. Und mit einem iRating von ungefähr 1700 strotzt diese Lobby nur vor Profis. Und wir gehen am nächsten vorbei, richtig starkes Überholmanöver. Wir gehen dadurch vor auf Platz 3. Und es beginnt in diesem Moment ein richtig intensiver Kampf um den Sieg. Es ist ein Dreikampf, der hier in Runde 8
vielleicht entschieden wird. Es ist schon fast die Hälfte des Rennens erreicht und jetzt können wir hier mitkämpfen um den Sieg. Und vorne Michael und Peter, die sich hier in den Windschatten reinfahren. Und in diesem Moment wussten wir, dass wir dieses Rennen auf jeden Fall gewinnen. Und an dieser Stelle geht natürlich ein großes Lob raus an Michael, der da die Situation perfekt eingeschätzt hat und sich richtig guten Windschatten schnappt. Und damit war es das auch schon wieder mit diesem Rennen. Wir hätten das Ding fast gewonnen. Und da ist unser Lollipop-Mann wieder richtig stolz und sagt: Bro, you have too much damage. Aber Leute, wir lassen uns nicht unterkriegen und nehmen direkt beim nächsten Rennen teil, nachdem dieses Rennen fast ein gutes Ende gefunden hat. Starten wir dieses Mal von Platz 10 mit der Startnummer 5, wieder einer der sehr, sehr schnellen Fahrer hier im Feld. Von dem her kann das eigentlich wieder nur gut werden. Anlauf Nummer 3, wir gehen direkt rein, Ampeln sind aus und go! Wir starten rein und haben einen richtig guten Start. Auf der rechten Seite wird es ein bisschen zu eng, da ist dann doch die Leitplanke ein bisschen zu nah. Aber jetzt passen wir natürlich nochmal auf erste Kurve. Und wie kommen wir durch? Kommen wir heile durch beim dritten Rennen, nachdem wir 3 Stunden gefahren sind. Und da vorne gibt es den ersten Crash wieder. Wieder Massencrash mit 5 Autos und mit maximaler Smartness gelingt es uns hier, von Platz 10 vorzufahren auf Platz 3 in 2 Kurven. Und diesen absolut wilden Start müssen wir uns natürlich jetzt nochmal angucken. Es ist ein absolut brutaler Run auf Turn 1 und der absolut smarte Ferrari verbremst sich und nimmt da gleich 3 Kollegen mit Massencrash in der ersten Kurve. Aber er fängt sich wieder, fährt wieder weiter und da knockt er den nächsten aus. 4 Kollegen in einer Kurve und da fährt er rückwärts gegen die Bande. Was eine verrückte Show. Und vorne spielen sich dramatische Szenen ab, denn hier geht es schon wieder um Platz 1 in der ersten Runde und direkt P2 verbremst sich. Und wir gehen vor auf Position 2. Es sind noch 18 Runden zu fahren und wir können jetzt schon den Platz 1 eintüten, eventuell, denn der Kollege verbremst sich und landet natürlich in der Mauer und wir fahren in einer Runde von 10 auf 1. Das heißt, wir haben jetzt die ultimative Möglichkeit, das erste Rennen zu gewinnen. Runde 4 und natürlich haben wir wieder sehr schnelle Fahrer mit im Feld, die uns das Leben sehr schwer machen. Aber die Frage ist, können wir das erste Rennen hier abschließen? Okay, Patrick. Don't let this guy distract you. Und ein Duell wird hier nochmal entfacht zwischen dem Aston Martin Fahrer auf der linken Seite um den ersten Platz. Jetzt dürfen wir nur nichts falsch machen, nicht zu spät bremsen, aber der Kollege ist dann doch irgendwie zu schnell und dann lassen wir ihn doch lieber vorbeidüsen. Vielleicht haut er sich ja auch noch weg. Wir gehen nochmal auf die linke Seite rüber, aber da ist er innen und bremst ein kleines bisschen später, nimmt da die Linie richtig und da ist er auch schon auf und davon. Und das war es auch schon wieder mit dem ersten Sieg, aber wir müssen ja immer noch das Ding heimfahren. Runde 8 und in dieser Situation haben wir zum allerersten Mal 9 Runden geschafft und es ist das erste Rennen, was wir eventuell beenden. Deswegen fighten wir hier nicht zu krass um den zweiten Platz. Und unser Renningenieur Jim ist absolut begeistert von der heutigen Rennperformance in Long Beach. Aber Spaß beiseite, Leute. Ihr seht, es war wohl die beste Idee, an diesen Rennen in Long Beach teilzunehmen. Mit einem i-Rating, was noch nicht mal an die 2000 reicht. Aber hey, wir schließen ein Rennen ab und direkt auf dem Podium. Aber nur so lernt man es wohl als iRacing-Anfänger, was man tun muss, um nicht mehr in den Crash-Lobbys zu landen. Der Long Beach Circuit garantiert auf jeden Fall Massencrashs, wenn ihr da Bock drauf habt. In diesem Fall haben wir in diesen 3 Sessions ganze 200 Punkte an i-Rating verloren und können auf jeden Fall sicher sein, dass wir beim nächsten Mal wieder in einer absoluten Massencrash-Lobby landen. Das war's auch schon mit diesem Video. Bis dann. Haut rein. Ciao, ciao.